Assalamu alaikum. Seht mal, diese Gebetsuhr ist mehr als 400 Jahre alt. Diese Sonnenuhr befand sich an dem Bereich, wo man den Tawaf macht, um die Kaaba, um die Gebetszeit zu bestimmen. Und das lief anhand der Sonne bzw. dem Schatten. Und hier sehen wir zum Beispiel das hier. Khattu nisf al-Nahar. Das ist die Linie des Mittags, wenn Mittag ist. Und so weiter. Hier anhand konnte man also die Gebetszeiten erkennen, wann genau die Gebetszeit ist und wann der Muezzin dann zum jeweiligen Gebet ruft. Wie gesagt, etwas mehr als 400 Jahre alt. Und hier sehen wir, seht mal hier, ein Bild von der Kaaba. Und hier hinten sehen wir das Gebäude mit einer Uhr dran. Hier war dann eine Uhr dran. Und diese Uhr, das ist die hier. Das ist